Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch heute eine Schreibtischlampe aus dem Hause Bright Tower vorstellen. Das ist eine LED-Lampe, die ihr direkt am Schreibtisch festmachen könnt und installieren müsst. Was erhaltet ihr? Da schauen wir gleich mal hier rein. So, was erhaltet ihr? Ihr erhaltet hier die Schreibtischlampe selber, eine Bedienungsanleitung und den Tischhalter. Des Weiteren ist hier das Stromkabel dabei per USB. Ihr benötigt da separat noch ein Netzteil oder ihr schließt es direkt an eurem Rechner oder Laptop an. So, das Ganze lässt sich recht schnell am Schreibtisch montieren. Das werden wir jetzt auch mal machen. Als erstes müsst ihr natürlich dann erstmal eure Halterung befestigen, da wo ihr es braucht. Dann wird diese gesamte Konstruktion einfach nur reingesteckt. Befestigt und ausgeklappt. Dann seid ihr eigentlich quasi schon einsatzbereit und ihr könnt das euch so einrichten, wie ihr es benötigt. Natürlich ist bei mir jetzt etwas ungünstig, weil ich gerade den Weitenwinkel genommen habe und nicht nach davor aufgenommen habe. Ich würde das Ganze dann noch ein bisschen weiter hintermachen und an einen Laptop anschließen. Wie das dann direkt ausschaut, welche Funktionen wir haben, das schauen wir uns jetzt an. So, ich nehme jetzt mal einfach ohne Licht auf. Wir haben das Ganze an einem USB-Anschluss angeschlossen. Ich habe das hier über einen Hub gemacht, über meinen MacBook. Dort habt ihr ausreichend Stromversorgung für die Lampe. Ansonsten, wenn ihr das nicht habt oder ihr möchtet das wieder lieber separat machen, was ich auch verstehe, wenn natürlich hier mehr Strom gezogen wird, dann nutzt bitte ein ganz normales Netzteil von eurem Smartphone. So, wir machen das mal an. Ihr habt quasi drei Stufen. Das richtige echte Kaltweiß, das Warmweiß und dann so eine, ich sag mal, so eine Zwischenstufe da. Optimal ist wahrscheinlich diese Zwischenstufe, die ist dann nicht zu hell und natürlich auch dieses Warmweiß finde ich auch nicht schlecht. Das Ganze ist dann stufenlos regelbar. Ihr nehmt da einfach Plus, Minus. Minus natürlich, dann wird es weniger von der Leuchtkraft. Ihr seht das ja selber, wie schnell sich das verändert. Ihr habt jetzt hier quasi 2 Dioden, vielleicht kann man das so sehen, ich glaube eher nicht. Hier ist dann quasi Warmweiß und Kaltweiß zusammen, was diesen etwas angenehmeren Ton macht. So, über Plus natürlich wird das dann wieder richtig hell. Und so könnt ihr dann wunderbar auch an eurem Laptop arbeiten oder an eurem PC. So, ich habe jetzt nochmal mein normales Licht wieder angemacht. Also, ihr habt das hier wirklich, das ist stufenlos verstellbar. Ihr habt 2 Schrauben, wo ihr das einstellen könnt, wie ihr das haben wollt. Richtig schön flexibel. Manche kennen das so von ihrem Rode Mikrofon zum Beispiel. Ups, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, das geht zu schnell nach runter vom Schwerpunkt. Also ihr könnt das wunderbar euch einrichten, wie ihr es braucht. Ist schwenkbar, einwandfrei. Kurz zum Fazit. Ihr erhaltet für 32,99 € eine tolle Schreibtischlampe, wie ich finde. Ihr könnt sie euch überall anbringen, wo ihr es braucht. Und natürlich ist alles hier so schön stufenlos einstellbar. Ihr habt 10 Helligkeitsstufen und 3 Farbtöne. Und das Ganze, wie gesagt, über USB anzuschließen, entweder direkt am Gerät oder, wenn ihr wollt, halt an einem separaten Netzteil. So, dafür doppelt Daumen nach oben und ja, ist ein schönes Teil. Also, so, das war's dann jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Vielleicht abonniert ihr mich, macht die Glocke an und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.